Hallo und herzlich willkommen, ich bin Zubaka, weiter geht's mit Phoenix Point. So, liebe Leute, ihr seid noch fit genug. Eindeutig noch fit genug. Wir haben ein paar Punkte verteilt. Wir werden jetzt Richtung der nächsten Symes-Mission aufbrechen und dann auf dem Rückweg so viele Fragezeichen wie möglich hier noch mitnehmen, uns das Ganze anschauen und hoffentlich in der Zeit irgendwie noch ein paar Ressourcen sammeln, um dann auch eine neue Phoenix Point Basis freizuschalten. Ich glaube, wir müssen das mehr machen. Ich habe überlegt, die da oben zu nehmen, damit wir hier auch weiterkommen. Allerdings ist das nun ausnahmsweise mal eine, wo überhaupt kein Nebel drumherum ist. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht müssen wir auch hier unten das wirklich machen, damit wir dann die angreifenden Pandora-Nester auch ausheben können. Aber gut, erstmal geht es mit dieser Truppe weiter. Wir fliegen mal kurz bei den Ahnung vorbei. Und da ist schon ein Fort Taggart schon wieder under attack. Das ist direkt neben unserer Basis. Ist ein bisschen weit weg. Wieso steht hier nicht, was das für eine Angriffsstärke ist? Steht hier nicht. Lassen wir kurz laufen. Und können wir nicht lesen, weil wir die Feuerwurm-Autopsie abgeschlossen haben. Der Feuerwurm hat mehrere Kammern mit verschiedenen Chemikalien, die bei der Erkennung eines Feindes vermischt werden, um eine große Brandexplosion zu verursachen. Die Kreatur tötet sich dabei selbst. Ja, ich glaube, den Rest wissen wir. Wir kriegen 100 Materialien, das ist auf jeden Fall gut. Und wir haben eine neue Forschung. Leichtes Scharfschützengewehrtechnik. Das leichte Scharfschützengewehr Hawk 41K kann in Produktion gehen. Interessant. Eines leichter zu handhabenden Scharfschützengewehrs in Betracht zu ziehen, das mit kleinen Zielen auf große Entfernung kurzen Prozess machen kann. Kenne ich auch noch nicht. Das ist auch eine neue Waffe offensichtlich. Wir machen erstmal so weiter und beobachten hier jetzt nochmal, wie es denen geht, aber wir kommen nicht sehr weit, weil wir sind schon da. Das Fragezeichen ist durch. Wir können uns die Zuflucht einmal anschauen, aber grundsätzlich ist hier nichts los. Würde ich mal sagen. Wir können handeln. Wollen wir handeln? Zwei davon für 10 davon ist natürlich nicht schlecht. Allerdings, was würde das für uns heißen? 46. Naja, wie viel Tech wir kriegen, wissen wir auch nicht so genau. Aber momentan vielleicht gar nicht schlecht. Wir tauschen das mal mit dem Tech. Und wir haben ein Fragezeichen gefunden. Das untersuchen wir auch. Wir haben einen Anvil 2 Helm. Das ist auch gut. Und die Leute auf der Tiamat sind endlich ausgeruht zu Hause. Eine Erkundungsstätte. Unsere Soldaten sind in einer anscheinend zerstörten Zuflucht gelandet. Es gab hier einen Kampf und er war nicht schön. Es sieht so aus, als wären die Leute in der Zuflucht aufeinander losgegangen. Überall liegen Leichen. Niemand hat überlebt und falls doch, sind sie längst weg. Wir durchsuchen. 60 Materialien, 120 Nahrung. Nicht schlecht, dann gehen wir weiter zu Symes. Aufstieg durch Sünde, Absturz durch Tugend. Die Koordinaten aus Symes Notizen haben unsere Soldaten zu einem kleinen verlassenen Lager hoch in den Bergen geführt. Dahinter liegt der Eingang zu einer Höhle. In der Höhle befindet sich die Leiche eines kaukasischen Mannes. Sie ist zunächst schwer zu identifizieren, da sie mit gelben, krank aussehenden Blättern überwachsen ist, die aus der verdorrten Haut sprießen. Ein Rucksack auf dem Boden enthält verblasste Fotografien und zerbrochene Probengläser. Symes scheint mitgenommen zu haben, was er brauchte, aber selbst das, was übrig bleibt, reicht aus, um unser Verständnis der biologischen Geschichte dieses Planeten zu revolutionieren. Unsere Analyse der Blätter auf dem Körper zeigt, dass dieser Organismus Spuren des Pandora-Virus enthält, aber einen anderen älteren Stamm. Die Auswirkungen dieser Entdeckung rechtfertigen weitere Untersuchungen. Und noch ein Video. Oder? In his essays, my great-grandfather recounts the story of the ill-fated Qinling Bashan expedition of 1915 and the journal of Lei Meng, the leader of the mission, who found evidence of a forgotten proto-civilization deep below the ground. There is also mention of James Dawson, a British photographer who stole most of the precious samples recovered by the team. What became of Dawson has always been a mystery, but now I know the mundane truth. He died here in the mountains, forgotten,
and alone. This proto-civilization, could it hold the key to defeating the Pandora virus? They say history repeats itself. Has all of this happened before? Ja, das bleibt ein Mystery. Zumindest bis das Spiel durch ist. Oder bis man das alte Let's Play geguckt hat. So, ich gucke noch einmal auf Fort Taggart hier. Ach nee, kann ich nicht. Ich gucke noch einmal auf die Manticore. Wir fliegen da einmal vorbei. Auch da erstmal nichts. Aber wir kriegen hier tatsächlich neue Erkundungspunkte. Mitten im Nebel zum Beispiel hier. Ich würde sagen, das nehmen wir doch mal mit. Und wir haben auch das Mindfragger-Ei erforscht. Die Schale dieses Exemplars hat sich als erheblich widerstandsfähig erwiesen und ist in der Lage, Feuer, Säure und Kleinwaffen zu widerstehen. Das Ei enthält verschiedene tierische und pflanzliche DNA-Stränge. Bisher konnten wir festgestellt, dass die Eier eher als biologische Stasiskapseln fungieren, die Mindfragger in einen Ruhezustand versetzen, statt wie eine Wachstumsinkubationskammer zu wirken. Der genaue Mechanismus, wie das Exemplar erschaffen wird und weiter wächst, ist weiterhin unbekannt. Einsatzberichte deuten darauf hin, dass Mindfragger-Eier auf menschliche und mechanische Präsenz reagieren und die Schlüpfsequenz auslösen, sobald sich ihnen etwas Fremdes nähert. Das kann gut sein. Leider bekommen wir wieder Nahrung und keine guten Materialien. Oh, Brandtechnologie von Tobias West können wir bekommen. Das sollte uns einen Flammenwerfer bringen. Eine neue Art Biotreibstoff wurde für den Einsatz mit modernen Flammenwerfern entwickelt. Aus der Festbrennstofftechnologie wurden kompakte Brandgranaten entwickelt. Diese neuen Waffen helfen, größere Bereiche freizuräumen, vor allem innerhalb der Gebäude der Aliens. Wir haben einen Dante FT Flammenwerfer von New Jericho inklusive Treibstoffkanister und eine sogenannte Läuterungsgranate, die Feuer macht. Das ist gar nicht doof. Aber nicht das Erste, was wir jetzt erforschen werden. Wir haben hier das Projekt Herrlichkeit jetzt als Möglichkeit. Untersuchungen ergaben eine alte Verbindung zwischen Randolph Symes und Tobias West, insbesondere zu einer gemeinsamen Unternehmung namens Projekt Herrlichkeit. 5 Stunden nur. Na los, zeig uns das zuerst vor dem Pandora-Bau. Das finde ich nicht schlecht. Und neue Waffen. Also es bleibt tatsächlich auch für mich spannend. Das finde ich ganz gut, dass es alles mögliche Neue gibt. So, die Goliath 2 ist auch abgeschlossen. Jetzt fangen wir ja an mit den stoßresistenten Westen. Und irgendwas ist... Was ist denn hier los? Ach so. Naja, die Granaten sind noch nicht nachgebaut worden. Deswegen habt ihr hier noch ein paar Geschichten zu wenig. Und da ist irgendwie... Da müssten wir noch eine Rakete bauen. Machen wir auch noch. Aber gut, ist jetzt erstmal unwichtig. Wir können hier erstmal erforschen. Bleibt das Erkunden da? Ja. Ah, scheiße, sie werden es nicht schaffen hier. Also ich weiß nicht, ob ich euch jetzt zu 5 dahin schicken will. Schafft ihr das zu 5? Also wenn wir euch so richtig aufputschen, ja. Ui, das ist echt fies. Zu 5, glaube ich, ist fies. Aber gut, wir können ja auch abhauen. Wir sollten unsere Freunde unterstützen, ne? Das ist ja unsere Hauptaufgabe. Wobei, sie sind ja schon wohlwollend. Ach. Also, erstmal starten wir hier die Erkundung. Gucken wir mal hier noch einmal rein. Aber das sieht gar nicht gut aus. Okay. So, liebe Tiamat-Freunde. Also wir könnten noch einen Rekruten ranholen. Aber den müssten wir komplett ausstatten. Und es ist halt kein Techniker. Hier ist jetzt ein neuer aufgetaucht. Ist auch wieder ein Sturmsoldat. Verflixt nochmal. Hier ist ein Techniker. Ein Elite-Techniker sogar. Catherine Zeta-Jones, die wir uns leisten können und dann keine Materialien mehr haben. Tja,
das sollte man natürlich jetzt machen. So, jetzt ist die Frage, wie wir das hinkriegen. Ob wir das überhaupt hinkriegen, den Techniker da abzuholen und dann danach vielleicht einzusteigen. Also, auf jeden Fall, Tiamat mal rüber, hier an, ich weiß gar nicht, wo es ist. Türkisch vielleicht. Und jetzt geht es hier Schlag auf Schlag, aber nicht mit Kämpfen, aber das ist auch mal ganz schön. So, Projekt Herrlichkeit. Projekt Herrlichkeit war der geheime Versuch, der Natur der geheimnisvollen Ruinen, die dem Homo sapiens vorausgehen, auf die Spur zu kommen. Finanziert vom Phoenix-Projekt und Vanadium Inc. wurde es von der visionären Archäologin Dr. Helena Lewandowski geleitet. Wie so oft kam es zum Streit zwischen dem Phoenix-Projekt und Vanadium Incorporated. Offenbar wurde Helena Lewandowski gewaltsam von Tobias West festgehalten. Aufrühren der Vergangenheit. Dr. Helena Lewandowski galt als eine der führendsten Wissenschaftlerinnen der prähistorischen Archäologie. Unlängst erfuhren wir von ihrem Aufenthaltsort in einer geheimen Anlage Neu-Jerichos und wir haben Grund zur Annahme, dass sie dort gegen ihren Willen festgehalten wird. Wir haben einen neuen Ort, Helenas Errettung. Womöglich schließt sie sich uns an, wenn sie befreit wurde. Das wird natürlich Neu-Jericho nicht notgedrungen gefallen. Oh, es gibt noch ein Filmchen. Okay, das ist deutlich erhöht worden, auf jeden Fall in diesem Spiel. This is getting out of hand, Randolph. I won't stop my proto-civilization research, so tell the committee to back off. You're the director now. Please, help me. I need your support. This is not just some crackpot theory invented by your grandfather. The anomalous artifacts, the extraordinary technology predating Sumeria by millennia. If you can't restart my projects, I will go to the Vanadium Corporation. There's been another attack, Tobias. The excavation team is scared, and they aren't the only ones. What if the Pandorans know what we're doing and are trying to stop it? They aren't just brainless flesh puppets. I'm heading back to the lab. Be there. We need to discuss this in person. You're making a mistake, Colonel! The last Pandoran attacks were not an accident. They're targeting everyone related to Project Glory. Locking me in an isolation facility won't change a thing! I can't wait. No! Okay, wenn ich das richtig verstehe, müssen wir sie aus einer isolierten Zelle bei Neu-Jericho rausholen. Das wird denen natürlich so richtig gar nicht gefallen. Das ist direkt neben unserer Hauptbasis. In Fort Hayek. Mal wieder. Also das ist ein Job, wo ich sagen würde, da müssten wir zu 8 rein. Aber ansonsten schauen wir mal, ob wir es schaffen, mit dem Tiamat jetzt den abzuholen. Aber das ist ganz cool. Also beim letzten Mal war die Symes-Geschichten waren dreimal eine gleiche, ziemlich nicht so tolle Mission. Das finde ich ganz gut, dass sie das einfach storymäßig weitermachen. Und das hier wird wahrscheinlich Legend of the Ancients sein, jetzt dieser Dr. Helena-Geschichte. Also das finde ich gut. Dass ein bisschen mehr Story hier drin ist, ist sehr gut. Jetzt haben wir erstmal unsere andere Gruppe, die in Schleimstadt steht. Unsere Soldaten haben ein Lager voller nützlicher Ressourcen entdeckt. Leider steht das Lager und eigentlich die ganze Stadt in einer schleimig-glitschigen, algenähnlichen Wucherung, die nur mühsam und anstrengend zu durchqueren ist. Wir werden das natürlich, also ihr verliert ein bisschen Stamina, aber meine Herren, bitte, Ressourcen mitnehmen, auch wenn es anstrengend ist, rein in Schleim. Es ist harte Arbeit und danach werden alle eine warme Dusche brauchen, aber der Aufwand lohnt sich. 500 Materialien, 80 Nahrung, 10 Ausdauer verloren. So ist das Leben. Sehr gut, damit haben wir schon wieder 941. Damit können wir uns auch den Techniker gut leisten. Und Tweaker wird der erste Freudige sein, der hier direkt mal einen Elite-Soldaten bekommt. Wir fliegen hier rüber. Die stoßresistenten Westen werden langsam fertiggestellt. Hier nichts Besonderes. Es gibt einen Scharfschützen zu kaufen. Holen wir uns nicht. Wir untersuchen hier weiter. Schauen drüben. Die sind noch lange nicht da. Sie sind halt mit dem Trecker unterwegs.
Wir erkunden hier. Währenddessen schauen wir mal zu Fort Taggart. Das ist schon fast durch, leider. Jetzt ist die Tiamati angekommen. Wir können mal schauen. Catherine Zeta-Jones ist natürlich nicht Catherine Zeta-Jones, aber was haben wir hier? Fähigkeiten, Technikertraining. Aber ansonsten sehen wir nicht, ne, was die Spezialfähigkeiten sind. Das ist ein bisschen schade. Aber ich denke, ich bin mir sicher, oh, jetzt haben wir wirklich fast keinen Tech mehr. Wir werden diese Catherine Zeta-Jones hier uns ranholen. Und heute habe ich meine schlauen Aufzeichnungen nicht. Deswegen verzeih mir bitte, ich mache einfach hier einmal Tweaker draus. Ansonsten mache ich erstmal nichts. Dazu brauche ich mein schlaues Büchlein. Das habe ich nicht. Wir schauen aber mal, was wir hier haben. Also, Techniker mit Sturmgewehrkenntnissen. Gar nicht so doof. Quarterback ist auch gut. Ja, Virusschaden kann gut sein. Ist jetzt nicht meine Lieblingseigenschaft. Aber Techniker mit Sturmkenntnissen eigentlich gut. Also Quarterback auf jeden Fall gut. So, noch kann er nichts. Aber zum Glück haben wir schon Arme gebaut, die er gar nicht hat hier. Die können wir ihm geben. Und, die Rüstung hat er schon. Wir könnten dir auch eine Gauss-PDW geben. Die gehört da auch eigentlich mit dazu. Und ein Magazin. Das ist quasi das, was die so haben. Und, die stoßresistente Weste geht natürlich nicht unter die Mech-Arme. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz in die Produktion gucken. Aber wir machen jetzt erstmal Westen, Westen, Westen. Wir kommen da eh nicht mehr hin. Ihr könnt ja mal rüberfliegen, Jungs. Und euren guten Willen zeigen. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. In der Zwischenzeit, auf der anderen Seite der Weltkugel, das Signal. Unsere Soldaten berichten, dass sie eine seltsame, spindeldürre, zitternde Linie am Horizont gesichtet haben. Als sich Manticore 1 nähert, entdecken sie eine gigantische Wirbelsäule, die sich hunderte von Metern in den Himmel erstreckt. Sie erhebt sich aus einem Schleimpool und hält sich mit einer Reihe von dünnen, fast transparenten Tentakeln an ihrem Platz und scheint ein leises Summen zu erzeugen. Wir können die Jünger informieren, dann freuen die sich. Wir können es studieren, dann kriegen wir Forschung, brauchen wir nicht. Dynamit einsetzen, das freut wieder die Neu-Jerikaner, da sind wir aber schon auf 75%. Dann informieren wir mal die Jünger, oder? Plus 4. Die Jünger sind sehr dankbar für den Hinweis. Dies könnte ein heiliger Ort von großer Bedeutung sein oder zumindest eine Gelegenheit, mehr über die Gepflogenheiten der neuen Welt zu erfahren. Also ob das jetzt wirklich stimmt, was ich gerade gesagt habe, das weiß ich nicht. Nehmt mich da nicht beim Wort. Aber es klang danach. So, wir haben 529. Was würde es kosten, eine weitere Basis zu aktivieren? 70 Tech haben wir nicht mal mehr. Und 420. Mann, Mann, Mann. So, dann ist die Frage, fliegen wir nochmal hier beim Fragezeichen vorbei? Aber wir sollten so langsam, nee, wir fliegen jetzt hier oben einfach durch die einzelnen Dinger. Ja. Ah, da passiert aber was, das ist Fort Galt. Oder Galt. Die Leute von Fort Galt haben einen alten Krankenwagen von Vandium Incorporated gefunden. Vandium war die Firma im Besitz von Tobias West, die schließlich in Neu-Jericho umgewandelt wurde. Also ist er im Grunde ohnehin ihr Eigentum, aber das Entscheidende ist, dass es in diesem Krankenwagen womöglich wertvolle medizinische Versorgungsgüter gibt. Leider steckt er halb versunken in einem Sumpf fest, der zu plötzlichen Gasexplosionen neigt. Wertvolle medizinische Versorgungsgüter. Sie sollen die alte Welt loslassen. Uns nicht einmischen oder den Krankenwagen bergen. Um jeden Preis ist natürlich so eine Sache, ne? Aber ich würde mal sagen, wir helfen mal beim Bergen. Ich hoffe nicht, dass jetzt einer von uns stirbt. Unser Fluggerät hat Schaden genommen. Na gut, heute ist ein Tag, von dem sich die Menschen noch in Jahrzehnten erzählen werden. Heldenhafte Rettungen, dramatische Explosionen sowie der Anblick eines Krankenwagens, der durch einen Sumpf gezogen wird. Unsere Soldaten haben soeben an der Entstehung einer neuen Legende von Neu-Jericho mitgewirkt. Die Vorräte im Krankenwagen sind wertvoll, genauso wie der Lohn für unsere Hilfe. Aber die vielleicht bedeutendste Errungenschaft dieses Tages ist der Moment des gemeinsamen Triumphs von Phoenix Project und Neu-Jericho. Der Anführer hier mag uns 20 mehr, Neu-Jericho insgesamt 5 und unser Fluggerät hat Schaden genommen. Jetzt muss ich nochmal hier gucken. Ja, an der Stelle merke ich, dass wir natürlich nicht
jetzt klugerweise weitere Neu-Jericho-Stellungen hier irgendwie uns ranholen sollten, sondern doch relativ zügig zu den Startcodes irgendwie hin müssten. Die jetzt bei Synedrion liegen. Achso, die lagen da schon immer, wa? Tja. Okay, also und ihr wart zu spät, richtig? Wo ist denn unsere... Wo ist denn unser Schiff? Achso, da. Da fliegt es hin. Ist schon lange zerstört. Das ist so ein Traktor, ey. Schade. Na gut, wir fliegen zurück. Halt. Halt! Mann, ich hasse das Ding. Mit dem Starten und Landen. Dass das sich immer so automatisch startet. So, wo ist die nächste? For Justice. Ja, da müssen wir jetzt langsam hin, ne? Wobei, wir haben gar keine Minuspunkte gekriegt, dadurch, dass das Ding kaputt gegangen ist. Also, wir müssen irgendwie zurück. Passt auf. Also, wo ist denn noch? Wir haben keine Fragezeichen hier leider. Wir fliegen nochmal bei den Arno hier vorbei. Da ist nix. Da ist auch ein Fragezeichen. Synedrion, nix. Noch ein Fragezeichen. Arno, die sind wieder zu Hause. Ihr könnt euch erstmal da ausruhen, ganz kurz. Ritus des Vertrauens. Mansuate. Unsere Soldaten wurden gebeten, am Ritus des Vertrauens teilzunehmen. Dieses Ritual, das heute in Mansuate durchgeführt wird, beinhaltet Geschichten und Rätsel, die versuchen, den Glauben der Jünger an die Erhabene zu rekontextualisieren. Zu lehren, dass es nicht darum geht, jemandem blind zu folgen, wie es die falschen Propheten der Vergangenheit verlangt haben, sondern ihr zu vertrauen, wie man einer Freundin vertraut, zu wissen, dass ihre Absicht gut ist, auch wenn man ihre Handlungen nicht immer versteht. Ja, wir wollen ja mit den Jüngern noch was zu tun haben. Wir nehmen mal teil. Jetzt mag uns Neu-Jericho natürlich wieder nicht. Das Ritual beginnt mit einer kurzen Lesung aus dem Evangelium der Erhabenen. Kapitel 4. Hier wurden alle Namen aller Religionen geschrieben, die den Menschen irregeführt hatten, die Erlösung in der zukünftigen Welt versprachen, aber in der Welt des Fleisches nichts anboten. Doch der Mensch wusste in seinem Herzen, dass es das Fleisch war, das korrupt war, und dort musste die Heilung beginnen. Dies führt zu einem seltsamen, fast Koan-artigen Gleichnis darüber, wie leicht Menschen irregeführt werden können und wie sich der Zweck der Erhabenen von dem der falschen Propheten unterscheidet. Also, die Ahnung mögen uns lieber, die Neu-Jericaner weniger. Wir sind bei denen auf 31, das ist aber alles gar nicht schlimm. Das Wohlwollende kriegen wir schon wieder raus bei denen. Okay, dann machen wir... Also, jetzt schaue ich doch nochmal. Ich wollte euch eigentlich austauschen auf das andere Ding, damit die anderen wieder dran sind. Aber vielleicht machen wir das Ganze anders. Und zwar... Also, wir müssten euch komplett ausgearbeitet haben hier. Das wäre halt sinnvoll. Aber ihr habt alle was. Wir haben jetzt auch eine komplette neue Brecherrüstung, die Sensa beispielsweise tragen könnte. Mark natürlich auch. So, wir haben unsere neuen Dinger. Ich gucke jetzt, ob ich euch hier, also Verzeihung, liebe Leute, es ist heute mal keine Kampfrunde, aber ich finde es gerade gar nicht so schlecht, mal so ein paar von diesen Missionen wieder, ein paar Stories mal wieder zu hören und so weiter. Und jetzt probieren wir, diese Gruppe Kampf fertig zu machen. Ich muss hier einfach einmal gucken, ob ihr das wirklich seid. André könnte noch ein paar Punkte kriegen. Wir haben euch hier, das ist gut ausgerüstet und du kriegst auch noch so eine Weste drunter. So. Sensa könnte theoretisch, das können wir ja mal reinpacken, zum Anschauen, eine neue Rüstung sich reinzwirbeln, trotzdem das machen. Sensa könnte auch dieses Teil kriegen. Aber jetzt wollen wir mal nicht alle Boni an einen geben. Schauen wir mal. Du kannst natürlich trotzdem... Nein, das kannst du dir jetzt nicht mehr reinzwirbeln. Raketenwerfer, dann geht das andere nicht. Jeremy hat das Ding. Gutes Geschütz. Das ist alles wunderbar. Jojo. Ja, wir könnten euch allen neue Rüstungen bauen, ne? Du hast das Gewehr von... Phoenix. Da gibt es natürlich jetzt auch das Bessere, was jetzt alles auf der anderen, bei der anderen Crew verbraten wurde. Und Thomas hat momentan die Zeptor, keinen Helm, den kann er jetzt kriegen. Wobei wir eigentlich gesagt haben, dass Thomas ja eigentlich derjenige ist, der die neue Rüstung kriegen soll, richtig? Aber gut. So, jetzt könnten wir dich belohnen damit,
dass Thomas den Granatwerfer kriegt. Das ist dann allerdings schon wieder deutlich zu schwer für den guten Thomas. Damit kriegt er den Granatwerfer wohl erstmal nicht. Außerdem hat irgendjemand von euch ja schon die Granatwerfer-Munition und du brauchst auch noch was anderes außer das und das. Was haben die denn sonst noch für eine Waffe? Was können wir denn eigentlich dem Techniker für Waffen geben? Also klar, Reparaturkrit. Momentan haben wir eben echt auch nichts, was wir hier machen können. Aber eigentlich ist es das. Der kriegt das und einen Defender. Wir können mehr Watcher machen. 2060. Allerdings auch, wir brauchen Techmann. Also das ist mir eigentlich ein bisschen zu schwach hier, der neue Tweaker. Das ist schon ganz schön wenig, was der da hat. Also ein Medikit ist ja kein Problem und auch eine Granate können wir nochmal gleich reinschmeißen, aber das kann es doch nicht sein hier. Also wir bräuchten mehr davon. Also klar, du kannst aus dem Hintergrund kannst du einiges machen. Und ja, irgendwo muss man ja anfangen, ne? Irgendwo müssen wir anfangen. So, wir machen Neuraser. Bitte danach erstmal Odin-Granaten nach der Neuraser. Und dann schauen wir mal, was wir uns noch leisten können. Und wir schicken euch aber schon mal tatsächlich auf den Weg. Naja. Biotechnik 2. Wir haben das Ding noch nicht mal gebaut, ne? Auf geht's. Wo sind die anderen? Die hängen hier rum. Da bitte untersuchen. Ja, nee. Obwohl eigentlich müsste man sagen, müssen wir das machen. Also wir brauchen auf jeden Fall Tech. Bis die da oben angekommen sind, ist mindestens Weihnachten. Wie sieht es bei euch aus? Eigentlich ganz gut. So, es tut mir leid. Ich weiß, ihr würdet lieber bestimmt eine andere Mission machen, aber wir werden das jetzt machen hier. Denn wir brauchen Tech. Und viele andere schöne Dinge brauchen wir auch. Müssen wir hier jetzt noch einmal durchgehen, wer hat eigentlich die neue Schrotflinte jetzt in der Hand? Und wer hat eigentlich das Magazin für den Granatwerfer bekommen? Und warum geben wir vielleicht jemandem von euch nicht mal einen Neuraser mit an die Hand? So, Andy, Zengia, du hast die neue fette Schrotflinte. Also, wäre eine Option. Ansonsten, Gorwin, Mark. Mark könnte das eigentlich auch machen. Matze von hinten. Wir haben wahnsinnig viele Fernkämpfer hier. Wir haben ja drei Leute. Also, Zengir oder Mark eigentlich. Kriegt jetzt noch eine Neuraser in die Hand. Du kannst sie tragen. Nimm sie mal mit. Du kannst auch noch einen Punkt bekommen. Oder zwei. Kriegst du noch einen auf Geschwindigkeit. Gorwin mit 8 lassen wir erstmal, Mark lassen wir erstmal, Matze lassen wir erstmal, El Flocco, ist der hier überhaupt dabei? Ich glaube ja, mit 14. Okay, dann kannst du noch entweder den Kriegsschrei, den Schläger, schwere Waffen brauchen wir nicht, doch, brauchen wir natürlich. Ja, genau, darauf warten wir noch ein bisschen. Es hat hier keiner das Ding, ne? Könnte jetzt El Flocco auch nehmen, aber El Flocco wäre dann Meister der... Warte mal, Marc, kannst du das tragen noch? Ja, ne? Wenn ich dir das jetzt gebe... Nee, das ist zu schwer. Mit Raketenwehr von allem drum und dran. Und El Flocco, du hast halt ein Training dafür. Könntest du das tragen anstelle von... Hast du drei Waffen? Hast du aber keine Granate mehr, du bist unser Granatenmeister. Okay, also dann kriegst du jetzt, naja, warte mal, nimmst die Waffe mal raus, nimmst das Ding, wir schauen mal, ob wir da einmal Munition, 14 Tech, 110 Materialien. Ach, das ist viel zu viel Geld. Aber gut,
Und dann kriegst du immer noch 2 Granaten und du kannst es tatsächlich alles tragen. Du bist jetzt der am heftigsten ausgerüstete Mensch hier. Und ich glaube, du guckst noch nicht mal zu, weil du gerade noch meine alten Drakensang-Folgen guckst, wenn ich dich richtig mitkriege. So, ein Beutezug. Naja. Wir wollten was anderes, ist schon klar, aber ein bisschen Action brauchen wir noch. Und da sind wir auf dem Weg. So. Ach Mann, dass ich da immer nicht dran denke, dass wir ja Platz brauchen bei unseren Leuten, ne? Das ist ja wirklich blöd von mir. Aber gut. Wir werden ein bisschen Platz haben, denke ich. Wir gucken einmal. Nee, so geht's eben nicht. Wir müssen jedes Mal in das Ding reingucken. Also, du hast 3 Platz. El Flocco hat natürlich gar keinen Platz mehr, ist klar. Andy hat nur noch 2. Der schmeißt noch eine Granate gleich. Gorwin hat auch nur noch 2. Dass ich das vergessen habe jetzt und mich komplett vollgepackt habe, ist sowas Blödes. Aber gut. Gorwin hat Platz. Wir sehen diese Viecher. Interessieren die uns? Eigentlich nicht so richtig. Also dafür mache ich kein schnelles Zielen. Nur schon mal zur Erklärung. Aber wir können die Scharfschützen alle mal da drauf feuern lassen. Und die Sturmleute, die noch Platz haben, sprich Sengir, können schon mal die erste Box aufmachen. Schauen wir mal, wie viel Zeug wir hier haben. So, einmal Materialien. Wunderbar. Dann gerne schon mal weiter. Ja, ist jetzt ein bisschen doof, aber... okay. Da ist ein Triton mit Lasersturmgewehr von Synedrion und Blutsaugerarm. Okay, dann stellst du dich mal hinter den Baum. Und wir haben eine Sirene. Herzlichen Glückwunsch. Gut, dass wir die gesehen haben. Auch wenn Sengi jetzt sehr weit gelaufen ist. Aber das ist eine mit psychischer Schrei und Geisteskontrolle. Und 510 Trefferpunkten und ein paar Slasher-Armen. Das ist nicht gut. Denn die Geisteskontrolle wird natürlich... Also da kann er sich hinter den Baum stellen, wie er will. So, jetzt ist das Problem, wenn der zuerst dran ist und hier rüberläuft, dann startet der alle Overwatches, die wir hier haben. Und dann kann die Sirene da ganz locker lang spazieren. Das finden wir nicht gut. Trotzdem müssen wir da jetzt was machen. Also entweder schicken wir der Dame schon mal einen Druff. Wir könnten wahrscheinlich, das machen wir direkt mal. Vielleicht geht die Deckung weg. Das wäre natürlich jetzt hervorragend. Bitte nirgendwo gegen schießen. Ich habe jetzt nicht nochmal geguckt. Es geht natürlich doch. Deckung ist weg. Sehr gut. Perfekt. Okay, alles klar. Dann können sich doch alle nochmal... alle Scharfschützen und dann nehmen wir vielleicht doch auch das schnelle Zielen. Ja, damit wir die dann jetzt hier direkt, bevor sie irgendwas machen kann, wegledern. Einmal schnelles Zielen, Gorwin. Wir bleiben einfach stehen, wo wir sind. Und dann gleich ein netter Mann mit 120. Wenn gleich ein netter Mann mit Granaten um die Ecke kommt, dann tut es zwar weh, aber das ist, tut nicht so sehr weh wie... wie unsere Freunde abzuschießen. Slasher-Arm weg, deaktivierter Arm. So, entweder macht Matze das nochmal. Ja, vielleicht reicht das sogar, wenn Matze das macht mit seinem kleineren Gewehr. Der hat auch 9 davon. Also, schnelles Zielen. Achso, ich habe nicht geguckt, aber du müsstest ja treffen können von da. Jawohl, sieht gut aus. Aber es sieht nicht so aus, als ob das reicht, dummerweise. Na gut. Trotzdem weiter. Schnelles Zielen, schnelles Zielen. Und weg mit der Dame. So gut ist. Oh, der war noch daneben. Ach,
Ja, da muss Andy vielleicht auch noch zweimal drauf schießen. Steht da jemand davor? Oh, die Schulter von Gorwin ist stark in Bedrängnis. Aber wenn wir auf den Rumpf schießen, dann geht's. Müssen wir aber auch zweimal schießen. Oder würde es auf den Schwanz ausreichen? Ja, 10 Bluten, 10 hat sie schon vielleicht nicht. Du hast 8, also da auch nochmal bitte schnelles Zielen. Es könnte auch noch jemand anders, aber wir brauchen noch einen zum Schutz. Also mal alle drei hintereinander und wir probieren über Gorwins Schulter hinwegzuschießen. 110, das hat funktioniert. So, jetzt können wir eigentlich auch mit der Pistole schießen, aber es könnte noch mehr seine Schulter treffen. Ja, komm. Wir machen das nochmal mit schnellem Zielen. Dann können wir allerdings das nicht normal machen gleich. Da sind wir jetzt... Nein. Die andere bitte. Da sind wir jetzt ziemlich durch. Und der darf jetzt bitte nicht auch noch daneben gehen. So. Die Sirene war Geschichte. Das freut uns. Du hast bereits eine Rakete geschossen. Du hast diese Überwachungsgeschichte nicht mit weniger. Sind aber quasi alle durch, außer El Flocco. Und El Flocco geht einfach nach vorne und macht einen Overwatch. Ja, mit der Shotgun. Ja, trotzdem. Also können wir hoffen, dass das funktioniert. Und du könntest auch einen Overwatch machen, aber mit dem Ding wahrscheinlich wird es schwierig. Wie weit kannst du denn den Wächter werfen? Wir könnten den dahin werfen. Dann kann der sonst da oben. Ist aber so richtig gut, ist das nicht, ne? Wollen wir dich noch hüpfen lassen? Wo willst du hin gehüpft kommen? Ja, bist aber ganz alleine da überall. Nee. Aber vielleicht trotzdem einen Schritt weiter noch nach vorne. 1, 2, naja, das wird halt... Ach komm, du kannst es mal probieren. Ich hoffe, dass du triffst. Schauen wir mal. Die machen jetzt natürlich Action hier hinten, ist klar. Aber... kommt da noch was raus aus dem Nebel? Der hat jemand anders gesehen, oder was? Wen hast du gesehen? Da steht doch gar keiner da unten. Au, au, aua. Gorwin, 28 Schaden, 2 Rüstung. Und da kommt jemand mit. Ich sehe schon, die Scharfschützen werden wieder hier einfach stehen bleiben. So, aber jetzt können wir hier nicht mehr dauernd doppelt schießen. Also Gorwin könnte nochmal, aber ansonsten... Echt, hast du noch 8? Tatsache. So, dann können wir direkt mal gucken. Du kriegst tatsächlich den. Sehr gut sogar. Und den so, lala. Tja, ob du den da triffst. Von da siehst du ihn nicht mal. Wie sieht es denn bei dem anderen aus? Auch sehr schlecht. Nebelwächter können wir natürlich weghauen, aber das ist jetzt nicht so cool. Ach. Geh mal dahin, einmal kurz gucken. Engaging. Ach, das ist aber nicht so schlecht. 50% ist... Na, es ist nicht mal 50, ne? Aber es ist besser, als nichts zu machen. Auch wenn du jetzt... Oh, einer auf die Waffe. Das war nicht so gut. Einen Schritt zur Seite, bitte. So, hast du noch Platz im Rucksack? Ja, theoretisch ja. So, Scharfschützen. Spaß mit Michael und Gorwin, Andy und Matze. Du noch 7, Matze noch 3. Also Matze muss sich auf jeden Fall entweder bewegen oder einfach schießen. Da würde ich sagen, eine Bewegung und auf den Triton. Der andere ist ein Nahkämpfer.
Das hätten wir natürlich machen müssen, aber dann machen wir das mit den beiden. Machen wir Overwatch für den Nahkämpfer und ihr müsst jetzt den da hinten erliegen, der da so ein bisschen doof steht. Ich würde sagen, ohne neue Doppelschüsse. Aber treffen wäre gut. Ach, verflixt. Einen Schritt zurück, bitte. Wir wollen natürlich auch gerne die neue Shotgun ausprobieren, aber ich glaube, damit machen wir jetzt echt einen Overwatch. So, wie sieht's denn bei dir aus mit dem? Du müsstest auch mindestens mal einen Schritt nach vorne. So. Deaktivierte Arm, 10 bluten. Einen Schritt zurück. Und Gorvin wird da auch nochmal drauf schießen. Schauen wir wieder, wie das aussieht. Ein Schritt weiter geht noch. Let's do this. Andy, nicht Gorvin. Noch ein deaktivierter Arm, minus 20. Du gehst mal einen Schritt hier rüber, damit ihr nicht ganz so nah aneinander steht. Und jetzt schauen wir, ob wir entweder mit der Shotgun schießen, aber das könnte auch, also gut, okay, El Flocco könnte auch den erledigen jetzt. Das ist vielleicht nicht so doof. Schafft er es so weit? Ich glaube nicht. Hier kann natürlich noch was anderes sein, das werden wir jetzt sehen. Momentan sehen wir nichts. Dann ist es so besser. Und Zengir wird sich jetzt nach vorne stellen, todesmutig. Mit der fetten Shotgun den anstürmenden Atron erledigen. Und zwar an dem Punkt, wo er beim Auto ist. Das schauen wir uns so an. Puff, puff, puff. Macht der Nebelwächter. So, und der Atron-Mann, der rennt schon wieder weg. Diese Schisser. So, liebe Freunde, wir machen weiter beim nächsten Mal, weil wir müssen ja noch einiges einsammeln hier. Wir sehen uns beim Beutezug. Hoffentlich mit Tech drin und nicht nur mit Materialien in dem Fall mal. Aber ich bin guter Hoffnung, dass wir ein bisschen was finden. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut.